Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Ich habe mal wieder so richtig Lust auf irgendwas Spannendes mit Mordfällen, Kriminalfällen gehabt und in der Richtung Point-and-Click-Adventure und dachte, jetzt ist genau die richtige Zeit, um Still Life mit euch zu spielen. Einem 2005 erschienenen Spiel von der Firma Microids, die im Übrigen, glaube ich, aus Kanada kommen. Die haben auch, vielleicht kennt ihr das, die Spielreihe Siberia produziert, wurden aber kurze Zeit darauf dann von Ubisoft ausgekauft. Also die Firma gibt es nicht mehr in dem Sinne. Außerdem vielleicht noch ganz interessant zu wissen, Still Life basiert auf der Geschichte und den Charakteren von dem Point-and-Click-Adventure Postmortem. Hat aber an sich nichts damit zu tun im Sinne von, dass es ein Nachfolger ist. Also Still Life und Still Life 2 sind zwei eigene Geschichten, die nichts mit Postmortem zu tun haben. Ich freue mich auf jeden Fall tierisch darauf, jetzt das mit euch zu spielen. Und wir fangen jetzt gleich mal ein neues Spiel an. Und da ist auch schon unsere Protagonistin, von der ich gerade irgendwie den Namen vergessen habe. Nein, sie heißt Victoria McPherson. Sie ist unsere Protagonistin, mit der wir hier durch dieses Spiel Silent Hill, hätte ich gleich gesagt, durch das Spiel Still Life schlendern werden. Und ich gucke jetzt gerade. Ich kann noch nicht gehen. Ich habe hier noch zu tun. Ja, wir haben hier nämlich noch zu tun. Das ist so, ich muss das mal ein bisschen lauter hier eben machen. Was ich ein bisschen merkwürdig finde, sind die Synchronisationen, die Stimmen, die da genommen haben. Da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Ansonsten, wie gesagt, ist das Spiel aus 2005, also lasst euch von der Grafik nicht unbedingt abschrecken. Es ist wirklich ein gutes Spiel. Und wir werden jetzt mal mit dem Herrn hier vorne sprechen. Sieht so aus, als könnte hier jemand einen Kaffee gebrauchen. Allerdings. Hier, für Sie. Lecker Kaffee. Danke, das ist echt nett. Sie sind wirklich was Besonderes, Miss McPherson. Ganz anders als Ihre Kollegen. Womit haben wir es zu tun? Das Übliche? Ja, immer die gleiche Scheiße. Anonymer Anruf, keine Zeugen und wieder ein totes Mädel. Die sieht allerdings noch wüster aus. Ich dachte mir gleich, dass da wohl euer Kerl am Werk war. Und hab direkt Miller Bescheid gesagt. Sonst niemandem. Und wer außer Ihnen war zuerst hier? Miller. Vor etwa 10 Minuten. Claire kam ein paar Minuten später. Wo ist der Tatort? Sie müssen durch den Eingang, dann die Treppe hoch und sofort rechts. Der Waschlappen neben dem Kühlschrank ist Miller. Aber seien Sie vorsichtig, Miss McPherson.
Die Bude ist dermaßen vergammelt und versifft, dass man allein schon beim Angucken der Wände Angst kriegt, sich was zu holen. Und frieren Sie mir hier mal nicht fest, ne? Werd mir Mühe geben. Wenn das kein Scheißwetter ist. Meine Fresse. Gestern hatten wir 15 Grad und heute dieser verdammte Schnee. Hatte Schwierigkeiten, überhaupt herzukommen. Miller war also der Erste. Und? Hat er es wieder mal geschafft? Und ob. Dieser alte Donutfresser. Oh Mann. Claire war stinksauer und hat ihn erstmal auf den Flur verbannt. Tja, dann gehe ich mal hoch und schaue nach, wie es Miller geht. Seien Sie da drin bloß vorsichtig. Ich bin ja gespannt, was der gute Miller hat. Ich kann es mir ja schon so ein wenig denken. Aber wir gehen jetzt erstmal rein. So, die Treppe hoch, hat er gesagt. Dann gehen wir auch die Treppe hoch. Und da steht anscheinend schon unser guter Miller. Reden wir doch mal mit ihm als Erstes. Wow, das erinnert mich an meine Ausbildung, als ich mal nach dem Mittagessen beim Hindernisrennen mitgemacht habe. Da kam aber auch alles hoch, sogar noch das Frühstück. Nette Mischung aus Pizza und Toast. Davon wird mir bestimmt nicht besser. Hier, damit geht's gleich besser. Vielleicht auch nicht. Ja, und mit was haben wir es zu tun? Das war eindeutig unser Mann. Das Opfer liegt in der alten Badewanne. Das Wasser da drin ist gefroren. Ich konnte nicht viel erkennen. War wahrscheinlich auch besser so. Wo ist Claire? Wie hieß noch der Indianerspruch? Gestank folgen. Kleines, dickes Bleichgesicht finden. Mensch, Miller, danach ist mir heute nicht. Entschuldigung. Sie ist im Badezimmer. Den Flur ganz runter und dann links durch die Tür. Sie arbeitet bei der Leiche. Ich glaube, sie wollte, dass Sie sich mal in der Wohnung umschauen. Hier, die Kamera. Claire will mich hier nicht haben. Sie werden also auch Fotos machen müssen. Eine Kamera haben wir bekommen, okay. Na super. Miller, Sie sollten es aufgeben. Sie und Leichen sind wie Tag und Nacht. Nächstes Mal warten Sie lieber, bis wir da sind, anstatt ständig auf die Beweisstücke zu göbeln. Geht in Ordnung, Agent McPherson. Und hören Sie endlich mit diesem blöden Agent McPherson auf. Ist Victoria so schwer zu behalten? Okay. Victoria. Nur so aus Neugier. Wo ist die Ladung denn diesmal hingegangen? Ins Klo. Könnten wir nicht das Thema wechseln? Oh weia. Schon zum zweiten Mal. Claire muss außer sich vor Freude sein. Die will mich wohl eher umbringen. Sie drohte mir, mich an den Geländewagen zu binden und durch die Stadt zu schleifen. Oh, nur keine Panik. Bis gleich. Oh je, der arme Miller, das tut einem ja richtig leid. Der scheint es nicht so wirklich mit Mordfällen zu haben, wenn ihm dann immer gleich so schlecht wird und dass die gute Claire dann gleich so, ja, böse auf ihn ist, kann ich irgendwo auch verstehen. So, wir gehen jetzt mal hier durch. Hallo, ist da niemand? Gehe jetzt erstmal komplett hier durch. Ich habe diese Szene nämlich schon angespielt, weiß also schon, wo ich hin muss. Deswegen machen wir den Rest dann ohne Ratte. Die sieht voll mörderisch aus, ey. So, da sitzt doch die gute Claire. Hallo, Clarice. Und was haben wir Schönes? Alles, was das Herz erfreut. Einen Idioten, der erstmal jeden Tatort vollkotzt. Zu wenig Personal, weil ich die einzig Blöde bin, die in den Ferien arbeitet, einen kalten Hintern, eine festgefrorene Leiche. Reicht dir das? Kaffee gefällig? Ja, bitte. Kein Wunder, dass du meine beste Schülerin warst. Und wie kann ich dir helfen? Schau du dich nach Indizien um. Ich habe schon genug Zeit verschwendet, um die Leiche für den Fleischtransport vorzubereiten. Du weißt ja, was für eine Sauerei das sonst gibt. Ich glaube übrigens, ich habe beim Reinkommen Blutflecke gesehen. Damit könntest du anfangen. Und vergiss nicht, immer ein Foto zu machen, bevor du was einsammelst. Die Instrumente findest du in meinem Koffer. Der steht da, wo früher mal eine Küche war. Wenn du die Indizien hast, kannst du mir hier noch helfen. Ich weiß, dass ich eigentlich mit anfassen sollte, aber ich glaube, ich bin hier dann doch etwas überfordert. Vicky McPherson überfordert? Das wäre aber das erste Mal. Wo hast du das denn her? Ach, ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich bin urlaubsreif. Herzchen, du kannst sie nicht immer schnappen, bevor nicht zwei oder drei dran glauben mussten. Weiß ich ja.
Musst du eigentlich immer so ruppig zu Miller sein? Wie bitte? Ich wühle hier schon zum zweiten Mal in seiner Kotze rum, um nach etwaigen Indizien zu suchen. Und da soll ich nicht ruppig sein dürfen? Ich glaube, ich spinne. Danke für deine Hilfe. Gern geschehen, Clarice. Hör endlich damit auf. Ist diese Anspielung mit dem Clarice aus irgendeinem Horrorfilm? Ich dächte, ich kenne das irgendwoher. Ihr könnt es mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob da nicht irgendeiner was sagt. Warte mal, wie ging denn der Text von wegen... Ja, kein, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall irgendwas mit... Aber der sagt nicht Clarice, sondern er sagt Clarice. Ihr könnt es mir ja mal in die Kommentare schreiben, falls ich das nicht irgendwie verwechsel. Irgendwie denke ich gerade an Scream oder so, wobei das ja die Sydney war und nicht die Clarice. Ich weiß es nicht. Okay, in der Küche, das ist dann wohl das. Hier haben wir den Koffer. Da zeigt sie mir hier auch schon so eine schöne Hand an. Genau, erstmal Kaffee trinken, Vicky. Oh, die säfft das Zeug aber hinter. Ist ja Wahnsinn. So, Wattestäbchen. Dann ein Brett. Luminol, Invisible Blot. Okay, das ist dieses Spray, womit man dann... Dann war das andere davor bestimmt so eine UV-Lichtplatte. Und dieses Spray, ja, brauchen wir dann, um das Blut sichtbar zu machen. Dann haben wir eine Pinzette. Oh, ein Fotofilm. Dann könnten wir ja theoretisch gleich... Das verbinden. Genau. Labortech 35mm Kamera mit eingelegtem Film. Luminol, eine Chemikalie zum Identifizieren von Blutflecken, die das menschliche Auge nicht wahrnimmt. Pinzette, ein nützliches Werkzeug zum Einsammeln von Haarproben und anderen kleinen Objekten. Dann ein Schwarzlichtfilter, genau, schafft eine Schwarzlichtumgehung. Und forensische Tupfer, Tupfer zum Aufnehmen von Blut- oder Spermaproben. Nun denn... So, wir sollen uns jetzt hier mal umgucken. Ich glaube, ich werde aber aus Prinzip mich von vorn zu der Clarice vorarbeiten, denke ich. So, da ist der Miller dann, dann sind wir hier gewesen. So, hier haben wir schon den Blutfleck. Ich stecke doch nicht meinen Finger da rein, um eine Probe zu nehmen. Ich brauche eins von Claires Instrumenten. Ist ja gut, das sollst du ja auch gar nicht. Ach nein, warte, sie hat ja gesagt, wir sollen... Ich muss ein Foto machen, ja, bevor ich eine Probe nehme. Genau, wir sollen vorher Fotos machen, bevor wir eine Probe nehmen. So, dann können wir jetzt die Probe nehmen. Genau, da haben wir sie. So... Hier noch? Hier haben wir noch was? So einen Saustall habe ich selten gesehen. Okay, also so das... So einen Saustall habe ich selten gesehen. Ja, da sagt sie nur was dazu. Um das richtig verwenden zu können, brauche ich erst eins von Claires Instrumenten. Genau, also hier kommt jetzt dann höchstwahrscheinlich der Filter. Ah, genau. Wunderbar. Ah, hier haben wir was. Sieht aus, als hätte unser Täter hier was weggewischt. Okay, dann kommt jetzt unser Luminol zum Einsatz. Sanctuary. Was zum Teufel? Oh Gott, wie sie gleich rumschreit. Dann machen wir auch mal ein Foto davon. So, das haben wir auch. Haben wir sonst noch etwas hier? Den Blutfleck hatten wir, aber ich glaube, dann sind wir durch. Wir nehmen auf alle Fälle das UV-Ding wieder mit. So. Und dann gehen wir mal hier rein. Oh, hier ist ja ein gruseliges Gesicht dran. Sieht voll gruselig. Sieht aus wie ein Panda, oder? Ein Skelettpanda oder so. Hier haben wir auch wieder so ein Ding. Um das richtig verwenden zu können, brauche ich erst eins von Claires Instrumenten. Ja, dann legen wir doch hier auch wieder das UV-Ding rein. Oh, hier haben wir was. Ach, wieder ein Blutfleck, okay. Ich stecke doch nicht meinen Finger da rein, um eine Probe zu nehmen. Ich brauche eins von Claires Instrumenten. Das sollst du doch auch gar nicht, Victoria. Du sollst doch gar nicht... ach nee, stopp, Foto erst. Du sollst doch gar nicht mit die Finger da drin rumpopeln.
So. Und noch eine Blutprobe. Ach, hier haben wir das. Sieht aus, als hätte unser Täter hier was weggewischt. Ja, dann brauchen wir wieder unser Luminol. Disturbed. Was zum Teufel? Wie sie immer gleich austickt, finde ich sehr witzig. So, dann haben wir das auch. Was ist mit dem hier? Das Graffiti sieht im Schwarzlicht einfach toll aus. Ja, es hat schon was, aber ich finde das echt gruselig, oder? Man weiß nicht so richtig, ob das ein Skelett sein soll oder ein Panda oder... Ich weiß auch nicht. So, wir nehmen uns erstmal das Schwarzlicht wieder weg. Denn hier ist, so wie es aussieht, nichts mehr. Nein, okay, dann gehen wir weiter. Aber für dieses Pentagramm da unten auf dem Fußboden hat sie sich jetzt gar nicht interessiert, ne? So, was haben wir hier? Hier war vor uns die Ratte. Okay, hier scheint nichts weiter zu sein. Dann gehen wir hier rein. Okay. Boah, diese gruseligen Puppen. Ich finde ja Puppen total grausam. Ganz fürchterlich. Na, wenn das keine tolle Weihnachtsdekoration ist. Ja, total toll. Können wir hier eigentlich das UV-Ding reinmachen? Nein, können wir nicht. Okay. Also brauchen wir hier kein UV-Licht. Ah, hier ist noch was. Okay, das hätte ich jetzt gleich übersehen. Treffer. Damit hätten wir Haar- und Faserproben. Wunderbar. Kamera. So, und natürlich die Pinzette dann in dem Fall. So. Gut, dann haben wir das auch. Dann gehen wir hier weiter. So, und dann sind wir ja schon wieder hier. Aber hier war, glaube ich, auch nichts mehr. Können wir denn mit ihr schon reden? Ich bin fertig. Gut, okay. Tu alles, was du eingesammelt hast, in meinem Koffer. Und dann kannst du mir hier noch helfen. Okay, alles, was wir eingesammelt haben, im Koffer packen. Machen wir. Aber das Werkzeug packt sie jetzt nicht ein, oder? Na, Pinzette haben wir noch. Okay. Dann sprechen wir jetzt nochmal mit der Claire hier drüben. Also, ich wäre dann soweit. Super, danke, mein Herzchen. Und was jetzt? Ich bräuchte ein paar Aufnahmen von der Leiche, bevor wir den Tatort völlig umkrempeln. Nee, wir müssen jetzt nicht eine Leiche hier fotografieren. Okay. Und kannst du schon irgendwas sagen? Noch nicht viel, vermutlich genau wie die anderen vier. Tod durch Ertrinken. Aber das kann ich erst nach der Autopsie bestätigen. Der Täter hat mehrmals mit dem Messer auf sie eingestochen und hat sie dann aufgeschlitzt. Sie scheint sich nicht gewehrt zu haben. Vermutlich war sie an diesem Punkt bereits bewusstlos. Kannst du mir erklären, was hier los war? Noch nicht. Ich gucke mir das erstmal im Labor an und untersuche die Indizien, die du eingesammelt hast. Ich sag dir Bescheid, sobald ich fertig bin. So, du kannst jetzt das Tuch von ihrem Gesicht nehmen. Was? Oh, welche Ehre. Nein, nein, tu's nicht. Ich will das Gesicht nicht sehen.